Hörmannseder-Bau mit Sitz in Haag am Hausrock. 1986 von Josef Hörmannseder gegründet, ist das Familienunternehmen heute als Komplettanbieter der Ansprechpartner für Ihr Bauvorhaben. Egal ob Glasbau, Wintergierten, Bauelemente, Holzbau und Zimmerei, Dachdecker und Spenger oder auch als Generalunternehmen. Also der größte Vorteil für den Kunden liegt darin, dass Sie nur einen Ansprechpartner haben. Sämtliche Detailfragen und Abläufe, Zeitpläne werden bei uns innerhalb der Sparten besprochen und geplant. Somit bleibt den Kunden einfach mehr Zeit für wichtige andere Entscheidungen bei seinem Vorhaben. Ebenso können wir die Bauzeit enorm reduzieren, weil wir gewerksübergreifend arbeiten und die Abläufe koordinieren. Das Credo bei Hörmannseder: optimale Lösungen für alle baulichen Fragen und Aufgabenstellungen. Mit professioneller Betreuung vom Erstgespräch bis zur Endabnahme begleitet das Team die Kunden bei Bauprojekten jeglicher Art. Also unsere Berufung ist eigentlich, dass wir die optimale Lösung für einen Kunden finden. Das beginnt bei uns im Erstgespräch, wo wir sehr detailliert schon auf Kundenwünsche eingehen. Im nächsten Schritt kommt dann die Entwurfsplanung, wo wir die ganzen Ideen auf Papier bringen. Wenn der Entwurf einmal steht, dann kommt es zur Einreichung, wo wir den Kunden bei sämtlichen Behördengängen unterstützen und begleiten. Im nächsten Schritt kommt dann die Ausführungsplanung. Da werden alle Detailfragen, die wir dank unseren großen Leistungsspektrums alle im Haus intern lösen können, zusammengeführt. Bei Hörmannseder trifft jahrelange Erfahrung in der Baubranche auf ein ausgedehntes Netzwerk an Partnerbetrieben und ein kompetentes Team, das die höchsten Ansprüche an sich selbst stellt. Unser Ziel ist immer, dass wir das bestmögliche Ergebnis und einen reibungslosen und termingerechten Ablauf der Baustelle den Kunden ermöglichen. Hörmannseder bietet daher professionelle Lösungen für Bauprojekte aller Größen. Unser Leistungsspektrum bei der Firma Hörmannseder ist sehr groß. Das reicht von der kleinen Gartenmauer über Einfamilienhäuser, Sanierungen, landwirtschaftliche Bauten bis hin zu großen Industrie- bzw. Wohnbauprojekten. Ganzheitliche Denkweise, Freude am Arbeiten und mit scharfem Blick für Details. Bei Hörmannseder baut man mit Leidenschaft. Unter der Einladung vom Lions Club Hausrock wurde Arthur Schnitzlers Reigen im Atrium Bad Schallerbach aufgeführt. Besonders und in dieser Form einzigartig gestaltet wurde die Aufführung vom Streichquartett Sonare. Mehr als 300 Besucher ließen sich von Schnitzlers prototypischen Figuren der Wiener Findes-Jäkel-Gesellschaft unterhalten. Neben der guten Unterhaltung teilen die vielen Stammgäste aus der Region das gemeinsame Ziel mit dem Lions Club Hausrock, nämlich Menschen in Not zu helfen. Der Reinerlös kommt zahlreichen sozialen Projekten in der Region zugute, wie zum Beispiel einer Familie, die den Verlust des Vaters verkraften muss, oder einer alleinerziehenden Mutter mit einem beeinträchtigten Kleinkind. »50 Jahre Grösswank. Zu diesem Jubiläum heißen wir Sie herzlich willkommen. Am 7. Juni beginnt unser Jubiläum mit dem Grösswank-Festival und Hormspü. Weiter geht's am Samstag mit dem Tag der offenen Tür und dem Tag der Vereine. Familienspaß gibt es für die ganze Familie und um 15.30 Uhr beginnt das Kinderkonzert mit Blueching. Am Sonntag, 9. Juni, wird ab 10 Uhr beim Frühschoppen mit der Stadtkapelle und der Brassband Igaranka weiter ausgiebig gefeiert. Wir sehen uns bei Grösswank in Kickendorf-Grieskirchen. In der letzten Woche startete die Feldsaison für die Grieskirchner Faustballer der ersten Bundesliga mit bereits 2 Spielen. Am Staatsfeiertag reisten die Tatnachtaler nach Freistadt und holten sich wohlverdient mit einer starken mannschaftlichen Gesamtleistung den ersten Sieg. Am darauffolgenden Samstag spielte das Grieskirchner Team vor heimischem Publikum gegen die Favoriten aus Vöcklabruck. Dieses Match musste trotz guten Startes schlussendlich an die gegnerische Mannschaft mit einer 1:4 Niederlage abgegeben werden. Daniel Kraus feierte an diesen beiden Tagen sein Debüt bei den Tratnachtalern.
Die lange Nacht der Forschung lädt heuer wieder zum Blick hinter die Kulissen. Am 24. Mai heißt es deshalb wieder entdecken, staunen und mitmachen. Ja, für uns als Bezirkshauptmannschaften Christkirchen und Everding ist es einfach toll und schön, wenn Betriebe vor den Vorhang kommen und man gezeigt wird, wie viel Kraft in diesem Zusammenhalt, in diesem Netzwerk und in der ganzen Region steckt. Andererseits sind die Betriebe jene Organisationen, die die Arbeitsplätze sichern und wo dieses Miteinander daher aufgelegt ist, dass wir eigentlich nur gemeinsam wirklich stark sind. Oft fährt man da vorbei an den Firmen, sieht gar nicht, was wird da produziert, was wird geforscht, was wird entwickelt. Ganz ein wichtiger Punkt für unsere Region. Erstmalig nehmen heuer insgesamt 8 regionale Unternehmen aus den Bezirken Christkirchen und Everding daran teil. Es warten viele tolle und vor allem spannende Highlights. Bei Weigel zeigen wir als Highlight das, was beim Aufzug nie passieren darf. Wenn alle Seile reißen, dass doch nichts passiert und wir lassen einen Aufzug abstürzen und er stürzt nicht ab. Die HTL Christkirchen wird bei der langen Nacht der Forschung einen ihrer Schwerpunkte, die Robotik, präsentieren, auch in Kombination mit medizinischen Anwendungen. Im TIZ ist auch die E-Mobilität angekommen und als Österreichs einzigstes Unternehmen für Prüfungen im Batteriensegment bieten wir unseren Besuchern heuer auch eine Live-Prüfung an, um in diesem Segment quasi das auch mal live zu sehen. Bei der Firma Leitmax als Highlight die 3D-Lichtberechnung. Können auch die Besucher selber sich betätigen am Computer, können was verändern, sehen dann, wie verändern sich die Ergebnisse und was kann man mit den Ergebnissen alles machen und wofür ist das eigentlich gut. Bei uns bei Harley in Everding kann man bei der langen Nacht der Forschung die VR-Brille ausprobieren und auch die Augmented Reality ausprobieren. Bei der Augmented Reality sieht man dann die Möbel in eigenem Raum dargestellt und somit hat man dann ein leichteres Verständnis, wie das Möbel dann in Zukunft zu Hause ausschauen wird. Bei der Virtual Reality ist die Thematik so, dass man ja die Brille aufhat und dann virtuell durch seine Planung, durch sein zukünftiges Büro durchgehen kann. Heuer kann man bei Gföllner virtuell schweißen, das heißt, man kann schweißen, ohne dass man wirklich ein Schweißgerät in der Hand hat. Und man kann auch das Kranfahren erlernen auf einem Simulator. Wir bei Böttingen präsentieren ein Zwischending aus realer und physischer Welt und das Highlight wird werden die autonome Landwirtschaft der Zukunft. Ein autonomes Trägerfahrzeug mit unseren autonomen Landmaschinen. Bei Aferstumpfl in Wallern wird eines der Highlights sein, dass man in ein virtuelles Filmset eintauchen kann und vor Ort selbst zum Star werden kann. Und das waren nur einige dieser Highlights, die die Besucher bei der langen Nacht der Forschung erwarten. Die lange Nacht der Forschung, 8 innovative Betriebe aus dem Bezirk Christkirchen und erstmals auch aus dem Bezirk Everding, die Firma Halle, öffnen die Türen und wir freuen uns jetzt schon auf viele, viele Besucher. Bei der langen Nacht der Forschung am 24. Mai. Beim Maifest in St. Pius in Stegen-Peuerbach war das durch den Alpenverein gesicherte Maibaumkraxeln der Höhepunkt für die jungen und junggebliebenen Besucher. Zahlreiche Ehrengäste stellten sich am 1. Mai zur Traditionsveranstaltung ein. Noch wenige Tage zuvor stand die Durchführung allerdings auf der Klippe. Es war eine Achterbahn der Gefühle, die die Haustechniker Raphael Söllinger und Christoph Kohlbauer vor dem Fest erlebten. Durch die großartige Unterstützung der vielen freiwilligen Helfer war das Planen und Aufbauen völlig stressfrei. Ein besonderer Dank gilt dabei Rudolf Auer, Kommandant der Feuerwehr Stegen und seinem Team, die uns das Zelt geborgt und aufgebaut haben. Sonnige Tage und laue Nächte, das haben wir doch alle schon so nötig. Holen wir uns gemeinsam einen Hauch von Sommer ins Schlafzimmer mit neuen sommerlichen farbenfrohen Designs, Made in Europe. Denn auf die Herkunft legt Bettenammerer besonders viel Wert. Lassen wir die Sonne herein und holen uns die bunte Lebensfreude des Sommers mit angenehm kühlenden Sommerdecken nach Hause. Uns ist wichtig, wo die Ware herkommt. Wir schauen auf kurze Lieferwege. Unsere Zudecken kommen aus Österreich, aus Bayern oder Deutschland im weitesten Sinn. Wir schauen uns die Betriebsstätten an. Wir kennen unsere Hersteller. Jetzt wird langsam Zeit, an die Sommerdecken zu denken. Für den Übergang empfiehlt sich ein Kamelhaardecken. Wenn es weder noch nicht genau weiß, was es will, ist temperaturausgleichend und trotzdem weich kuschelig. Luftig leicht ist die Wühlseidendecken, ist ein Klassiker unter die Zudecken und die ist auch sehr anschmiegsam. Speziell für heiße Sommernächte gibt es eine kühlende Leinendecke, die ist gut waschbar, strapazierfähig und die gibt es auch fürs Gitterbett. Und wir haben natürlich jetzt zum Sommerstart schon einige Zudecken reduziert.
Und mit den steigenden Temperaturen dürfen natürlich auch wieder bunte, sommerliche Farben einziehen. Bei der Bettwäsche achtet Amara schon immer auf beste Qualität, denn diese spüren wir Nacht für Nacht direkt auf unserer Haut. Für jede Vorliebe haben wir eine große Auswahl. Klassiker Makosatin oder Sirsaka Bettwäsche. Eine Bio-Baumwolle gibt es, eine Leinenbettwäsche, ein kühlendes Tänzel haben wir natürlich jetzt auch und neue Muslimbettwäsche. Was nicht fehlen darf, ist das passende Leindirkel für den Sommer. Wir empfehlen ein Tänzelleindirkel, halb Baumwolle, halb Tänzel, ist bis 35 cm Matratzenhöhe passend und ist jetzt 10% günstiger zum Saisonstart. Mit dieser Auswahl und bester Beratung sind Ihnen angenehme Sommernächte garantiert. Alle Angebote finden Sie im Amara Online-Shop und in allen 11 Amara Filialen. Betten Amara finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Matthausen, Kirchdorf, Mattighofen, Everding, Bad Hall und Salzburg. Vom Hausarzt über den Spezialisten bis zum Schwerpunkt Krankenhaus. Je vielschichtiger das Angebot der medizinischen Versorgung, desto schwieriger, auf Anhieb die richtige Anlaufstelle zu finden. Ein Stechen in der Brust, ein tauber Arm, oftmals können Laien schwer einschätzen, ob es sich um eher harmlose Beschwerden oder einen Notfall handelt. Wann wählt man 1450 und wann ruft man die Rettung? Oder soll man lieber selbst ins Krankenhaus fahren? Über den schnellsten Weg zur optimalen Versorgung in unserem Gesundheitssystem informiert Elisabeth Modler, Leiterin der zentralen Notfallambulanz und der Ambulanz für Allgemeinmedizin am Klinikum Wels-Christkirchen. Gemeinsam mit diplomiertem Pflegepersonal, Jungmedizinern und OP-Assistenten versorgen Fachärzte und Allgemeinmediziner an der zentralen Notfallambulanz des Klinikum Wels-Christkirchen rund 43.000 ungeplante Patienten pro Jahr, wobei die Zahlen stetig steigen. Viele von ihnen waren mit langen Wartezeiten konfrontiert, der Grund dafür, sie waren keine Notfälle. Und da strahlen sie wieder um die Wette. Die Teilnehmer und ihre Fahrzeuge bei der mittlerweile 11. Kiwanis Classic und Sportwagen Rallye mit der 6. Charity E-Trophy. Veranstaltet vom Kiwanis Club Christkirchen Hausruckkreis. Es hat vor einigen Jahren in diesem Bereich noch nichts gegeben und darum sind wir auf die Sportwagen und Oldtimer Rallye gekommen. Und mittlerweile auch einige Clubs, Zellamsee, Bad Ischl, was jetzt da herkommen. Und auch sich da wieder viel Freundschaften, Bekanntschaften ergeben, durch das, dass man zusammenkommt und wieder Ideen schmiedet. Ich habe voriges Jahr einen Oldtimer geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Und es ist die erste Veranstaltung, wo ich jetzt dieses Jahr Zeit habe, dass ich vorbeischaue und ich wollte mir sowieso schon mal anschauen und jetzt sind wir da. Bei der Kiwanis fahren wir jetzt das erste Mal mit. Ja. Wir sind Oldtimer-Enthusiasten und wenn es für einen guten Zweck ist, ist es einfach eine super Sache. Uns macht es Spaß. Das Wetter passt wieder heute. Also ich kann nur sagen, Gratulation jetzt im Vorfeld schon wieder. Man sieht, es ist jetzt schon ein Erfolg und ich weiß, dass verzweidigste Leute da sind. Ja. Und das ist wirklich alle wieder schön. Wir sind mit 5 Autos da. Wir kommen schon zum 6. Jahr her. Wir finden die Idee gut, dass die Leute da die unterstützt werden und jedes Jahr gibt es eine eigene Tombola. Es ist ein Mordsleben da und eine totale gute Bewertung. Wir freuen uns schon wieder, nicht nur heuer, sondern wir kommen nächstes Jahr wieder. Jetzt heißt es aber erstmal das Roadbook studieren. Die Strecke ist nämlich gar nicht so einfach. Hier ist gute Navigation gefragt. Ja, Wahnsinn! Ich war total begeistert von der ganzen so Racing-Test, dass das richtig eigentlich vor die Leute, die auf die Piste fahren, eigentlich gemacht worden ist. Und ich muss mich eigentlich schlau machen und das ganz genau schauen, weil ich Navigatorin bin. Und es ist ein Wow, einfach was das alles organisiert worden ist und die Strecke so schön gemacht worden ist und geschrieben worden ist. Ja. Freuen wir uns schon sehr. Ja, das Roadbook haben wir sich schon angeschaut. Ist eine sehr schöne Strecke.
Ja, ich denke, wir werden sie da abwechseln. Das hat sich in der Vergangenheit bei anderen Rallyes sehr bewährt. Und man hat ja da diese Kilometer- bzw. Meilenangaben. Kilometerzähler haben wir jetzt so in dem Sinn keinen so detaillierten, dass er auf 100 Meter genau gehen würde, sondern nur auf Kilometer direkt. Das heißt, ich sage ihm so Pi mal Daumen an, wann ungefähr jetzt dann der nächste Schritt im Roadbook kommt. Rechts abbiegen, links abbiegen, stehen bleiben, was auch immer. Ja. Zu Streitereien kommt es eigentlich nicht, nein. Das Schöne an unserer Strecke ist das, dass du leicht verfährst und wenn du die einmal verharscht bist, kommt es nicht mehr her. Aber wir haben ein Glück, irgendwo findest du wieder einen Oldtimer, dann tust du dich anschließen, dann kommst du wieder da her. Gleich bei der ersten Station haben wir mal nachgefragt, wie das denn nun in der Praxis wirklich funktioniert. Wir haben schon Oldtimer-Rallye, 5000 Kilometer durch Europa, durch 7 Länder. Ja, also über Spanien, Andorra haben wir schon mit Oldtimer 5000 Kilometer-Rallye gemacht und haben da nicht gestreitert worden. Also wir haben eigentlich wir schon... Kennen uns ganz wir kennen uns gut. Ja. Das haben wir, machen wir nicht zum ersten Mal sowas. Nächste dann. Wir müssen halt die ganze Zeit ein bisschen diskutieren, wo wir jetzt dann wirklich hin müssen. Und da sind sie jetzt in den ersten Kilometern noch nicht so sicher gewesen. Wir haben sie gleich mal verfahren. Aber Clara hat das Roadbook in der Hand jetzt bei uns. Ja. Und sagt mir an, wann ist das nächste rechts, wann ist das nächste links, nach wie viel Kilometer. Wir müssen sie dann halt ein wenig abstimmen. Ja, es braucht auf jeden Fall ein sehr gutes Zusammenspiel. Und apropos Spiel. Auf insgesamt 4 Stationen waren die verschiedensten Aufgaben und Spiele für die Teilnehmer aufgebaut. Die erste Station ist bei der Firma Europlan in Bram. Da haben wir Geschicklichkeitsspiel. Die zweite Station ist in Mernbach, das Weingut Christian. Da haben wir Schätzspiel. Station 3 haben wir bei der Firma Gemböckhaus in Haag einen Nagelstock aufgebaut. Und die Station 4 ist am Raiffeisenparkplatz in Galschbach. Da haben wir Asphaltschirsen. Und das ist auch dann die ausschlaggebende Kriterium, wie man dann eventuell sogar zum Sieg kommt, um die Geschicklichkeit zu beweisen und nicht der Schnellste sein muss auf der Runde. Ja, also die jetzige Station war für mich eher ein wenig schwierig, weil Schätzen ist nicht so meine Stärke. Aber sonst, nein, lustig, lustige Stationen. Ich glaube, es tut sich immer ein bisschen was. Es ist sehr abwechslungsreich. Kleine witzige Übungen, die was man machen muss, immer wieder überraschend. Und wie immer steht bei den Kiwanis Christkirchenhaus-Ruckkreis ein Sozialprojekt im Vordergrund. Dieses Mal das Projekt Julia. Julia ist ein kleines Mädel mit 12 Jahren, die leider nicht gehen kann und eine seltene Hautkrankheit hat. Die Julia kriegt von uns heute noch einen Pool-Lift. Pool-Lift deswegen, weil sie mit 12 Jahren es nicht mehr schafft, in den Salzwasserpool, der was vorhanden ist, reinzukommen und rauszukommen. Und dieses Salzwasser gut für ihre Haut ist, dass eben die Krankheit, was extrem juckt, ein bisschen besser schafft. Spiel, Spaß und die schöne Natur des In- und Hausruckviertels. Und das alles für den guten Zweck. Im OÖVP-Arbeitnehmerbund steht am Tag der Arbeit immer schon der Dank an alle Beschäftigten im Mittelpunkt, die an diesem Feiertag Dienst versehen, so Bürgermeister Hannes Humer, Bezirksobmann des ÖAAB Bezirk Christkirchen. Österreich ist ein Land der Leistung und wir sagen ganz besonders bei jenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Danke, die auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten, so Humer. Gemeinsam mit Revierinspektor Bürgermeister Josef Gardermeier besuchte Humer zum Tag der Arbeit die Polizeidienststelle in Peuerbach, um sich dort bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz zu bedanken. Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Mitmachen. Staunen. Entdecken. Wissenschaft hautnah erleben bei der Langen Nacht der Forschung am 24. Mai in ganz Österreich bei freiem Eintritt. Die Gemeinschaft des Oberösterreichischen Seniorenbundes im Bezirk Christkirchen wächst. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten die Funktionärinnen und Funktionäre in den Ortsgruppen. Bei einer würdigen Dankesfeier wurden die erfolgreichsten Ortsgruppen des Neumitgliederwettbewerbs 2023 prämiert.
Es wurden einerseits die Neumitglieder absolut und die Neumitglieder relativ zum Verhältnis zur Mitgliederzahl gewertet. Als krönender Abschluss des Neumitgliederwettbewerbs wurden nun die besten Ortsgruppen prämiert. So freute sich im Bezirk Griskirchen die Ortsgruppe Peuerbach mit insgesamt 55 Neumitgliedern über den ersten Platz. Vor heimischer Kulisse im Schulsportzentrum Griskirchen wollten es die Volleyballdamen der UVB Sparkasse Griskirchen wissen. Gegner um das Finale für den Landesmeistertitel war der Askö Pregarten. Der Weg dorthin war nicht einfach. Im Grunddurchgang in der ersten Landesliga sind 9 Mannschaften. Da gibt es ein Hin- und ein Rückspiel gegen jedes Team. Und dann gibt es nach dem Grunddurchgang K.O.-Spiele, K.O.-Duelle. Da haben wir das Viertelfinale gegen Wels gewonnen. Da haben wir sie im Halbfinale gegen ADM Linz durchgesetzt. Und jetzt im Finale, wie gesagt, stehen wir eben gegen die Askö Pregarten. Beim Hinspiel in Pregarten musste man sich mit 3:1 geschlagen geben. Umso motivierter stellte man sich dem Gegner nun im Heimspiel. Ja, es waren einfach dann gewisse Sachen, die letzte Woche beim Spiel vielleicht nicht ganz so gut funktioniert haben. Da macht man dann in die Trainings unter der Woche genau diese Dinge, spricht man an, die trainiert man, verschiedene Spielzüge. Und auf das geht man dementsprechend natürlich im Training ein und schaut, dass man es im Spiel dann besser umsetzen kann. Doch leider zeigte sich der Gegner Pregarten schon im ersten Satz sehr selbstsicher und gewann diesen am Ende klar. Und auch im zweiten Satz bekamen die Griskirchner Damen gegen die souverän aufspielenden Pregartner keine Chance. So ging auch dieser zweite Satz für Griskirchen verloren. Eine kleine Wende gab es dann im dritten Satz. Hier konnte die Heimmannschaft endlich punkten. Hoffnung keimte bei den Griskirchnerinnen auf und man ging motiviert in den vierten Satz. Doch auch hier hatte am Ende Pregarten die stärkeren Spielzüge und entschied auch diesen letzten und damit entscheidenden Satz für sich. Die letzten 2 Jahre war Griskirchen Meister, weil die auch einen sehr guten Kader haben. Heuer haben wir uns offenbar so weiterentwickelt, dass das heuer gereicht hat für den Sieg. Aber an was ist es tatsächlich gelegen, dass sich der Titelverteidiger geschlagen geben musste? An einem bärenstarken Gegner, der uns nie wirklich ins Spiel kommen hat lassen. In der Defense wieder überragend gewesen, wie letzte Wochen auch schon. Selbst mit den Angriffen, mit dem Service extrem viel Druck ausgeübt. Und sie waren einfach über die 2 Spiele jetzt wirklich die mit Abstand stärkste Mannschaft. Und kann mir nur gratulieren, ein absolut verdienter und würdiger Landesmeister. Wir waren eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das heute machen, dass wir es nochmal umdrehen können. Aber ja, sie haben so wie auch schon im Pregarten wirklich wieder sehr, 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 sehr stark gespielt. Und ja, das ist halt jetzt das Ergebnis, ist halt leider nicht für uns ausgegangen, aber ich glaube, wir können damit leben. Hätte Griskirchen zu Hause gewonnen, wäre die Entscheidung erst in Pregarten gefallen. Das war natürlich schon super gewesen, daheim den Meistertitel zu holen, aber wir haben uns darauf eingeschworen, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen unbedingt da heute in Griskirchen das schaffen, und das war für alle genügend Motivation, dass wir das gleich in 2 Spielen erledigen. Aber auch als Vize-Landesmeister lassen sich die Spielerinnen aus Griskirchen nicht unterkriegen und fiebern schon der nächsten Saison entgegen. Die Stadtkapelle Griskirchen freut sich, 5 talentierte Musiker nun offiziell als Stabführer im Verein begrüßen zu dürfen. Die Stadtkapelle Griskirchen bildete gemeinsam mit der Marktmusikkapelle Galsbach die Prüfungskapelle. Maiwochenende stand die Rieder Innenstadt wieder ganz in Zeichen der Shopping Night. Zugegeben, das Wetter hätte durchaus besser sein können, aber die Innviertler sind ja bekanntlich nicht aus Zucker und obendrein auch noch flexibel. Das Prozentewerfen, auch das Kinderschminken haben wir natürlich nach innen verlagert, aber das Wichtigste ist ja, dass die Geschäfte sehr, sehr viele Aktionen haben. Und da gibt es wirklich quer durch alle Branchen wunderbare Angebote heute. Denn persönlicher Service und Kundenfreundlichkeit kann nun mal durch Internet-Shopping nicht ersetzt werden. Genau, es geht um die Qualität, es geht um das Kennenlernen, auch um die Garantie, um den Service.
Wir müssen wieder mehr sprechen und uns auch wieder sehen. Und dazu gibt es viele Herangehensweisen. Ja, es gibt Bierverkostung auch. Das freut uns natürlich sehr mit der Bierregion, diese Kooperation. Das in mehreren Geschäften kann man wirklich von den Innviertler Brauereien, von den Privatbrauereien auch die Biere verkosten. Gehört dazu zu einem schönen, entspannten Shoppingabend. Schauplatzwechsel in die Weberzeile. Da kamen an diesem Abend vor allem 5 Vereine im wahrsten Sinne des Wortes voll auf ihre Kosten. Ja, wir haben sie gedacht, wir möchten die Vereine im Bezirk Ried unterstützen, haben die Vereinsaktion ins Leben gerufen und haben heute 5x1.000 Euro an die Vereine verlost. Wir sind die Bühne des Innviertels, aber wir sind auch der Treffpunkt der Region und das soll man spüren. Das heißt, neben Shoppen gehört der Genuss dazu, man kann Wein trinken, gehören Gewinnspiele dazu, man kann Rieder Schwanthaler Zehner gewinnen. Naja, ab und zu ein Achterl, das schadet ja nicht, ne? Und einkaufsmäßig ist es ja super da herinnen. Ich kenne es ja schon von Anfang an. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also ein Treffpunkt für jedermann. Und wer weiß, vielleicht schadet ja so ein Achterl Wein als Entscheidungsfindung nicht. Ja, ganz bestimmt. Also da ist die Entscheidung, fällt dann viel leichter, dass man sagt, heute gönne ich mir noch was und dann macht es das sicher. Also ja, es ist ein bisschen was ins Taschel gekupft, was ich jetzt eigentlich nicht gebraucht hätte. Aber Shopping Night, Shopping Night, das passt. Wir haben schon einige Geschäfte unsicher gemacht, schon ziemlich viel einkauft. Jetzt haben wir so gedacht, jetzt genießen wir noch gar ein Glaserl und dann schauen wir noch ein wenig weiter, was es noch so tut in der Stadt. Ja, denn hier sorgt der erste Modellbahnclub Ried für eine kleine Shopping-Entschleunigung. Bei uns herinnen können die Eltern runterkommen und die Kinder können sich sozusagen von der Magie der Modelleisenbahn verzaubern lassen. Da fangen die Augen von den Leuten immer zum Leuchten an. Ob nun Einkaufsvergnügen, Genuss oder eben Spiel und Spaß. Die Shopping Night hat auch in diesem Frühling wieder für leuchtende Augen gesorgt. Die Amag aus Ranshofen und Im Wind schließen einen wegweisenden langfristigen Stromliefervertrag aus Windkraft ab. Das oberösterreichische Traditionsunternehmen sichert sich für die kommenden 15 Jahre sauberen Grünstrom für dessen Firmensitz in Ranshofen, Oberösterreich. Damit werden 20% des derzeitigen jährlichen Strombedarfs gedeckt. Mitmachen. Staunen. Entdecken. Wissenschaft hautnah erleben bei der Langen Nacht der Forschung am 24. Mai in ganz Österreich bei freiem Eintritt. Im Rahmen des LEADER-Projekts Biodiversität für Groß und Klein mit Gärtnermeister Franz Hönegger konnten sowohl interessierte Bürger als auch Gemeindebedienstete, Lehrer und Schüler lernen, welche Saatgut und welche Geräte für eine erfolgreiche Anlage benötigt werden. Am letzten Tag pflanzte man eine vielfältige Blumenwiese und Sträucher im Schlosspark in Ranshofen. Das Ibner Moor. Lassen Sie sich entführen und entdecken Sie Irrlichter und Moorgeister im Ibner Moor. Ein echtes Abenteuer mit Sagen und Geschichten erwartet Sie. Auf Schritt und Tritt stoßen Sie am Moorlehrpfad auf seltene Tiere und Pflanzen. Das Ibner Moor ist eines der vielfältigsten und artenreichsten Moore Mitteleuropas, mit einer vom Aussterben bedrohten einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Der zauberhafte Ausblick über den Moorsee und die weite Landschaft mit den geheimnisvollen Moorlöchern geben dieser Wanderung einen einzigartigen Reiz. Unser Wasser schmeckt super, geht's kurz gegen den Durst. Damit es so bleibt, ist Kontrolle nicht wurscht. Bevor was in die Leitung kommt, schauen wir's uns an. Kommt nur bis das Wasser aus deinem Wasser. Eine Initiative des Oberösterreichischen Umwelt- und Klimalandesrates. Die Gemeinschaft des Seniorenbundes wächst auch im Bezirk Braunau. Mit 29 Mitgliedern konnte die Ortsgruppe Maria Schmollen vor Lochen und Miening den ersten Platz im Bezirk belegen. Musik
Seit 1. Jänner 1995 ist Österreich Mitglied der Europäischen Union. Nach dem EU-Beitritt hat sich auch für Oberösterreich viel zum Positiven geändert. Für uns ist die Europäische Union eine Erfolgsgeschichte. Wir haben als Oberösterreich sehr stark auch profitiert bisher von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Wir sind wirtschaftlich sehr stark. Wir sind sehr stark im Export. 6 von 10 Euro werden im Export erwirtschaftet. Deswegen müssen wir immer europäisch denken. Aber wichtig ist, dass Europa ein Europa der Regionen ist. Und da ist vor allem der Bezirk Schärding eine sehr starke Region. Wir haben in den letzten Jahren ungefähr 100 Projekte auch gefördert bekommen mit Mitteln von der Europäischen Union, ungefähr 7,6 Millionen Euro. Das sind Projekte, die bei uns auch in den Gemeinden entstehen. Wir haben uns auch touristisch besser entwickelt. Wir haben viele Tagestouristen und jetzt liegen wir schon bei rund 170.000 Nächtigungen und haben knapp 80.000 Touristen im Tourismusjahr 2022-2023 in unserem Bezirk gehabt. Und wir bekommen auch Geld von der Europäischen Union und das soll die Bevölkerung auch wissen. Rund 2/3 der Österreicher sprachen sich damals für den EU-Beitritt per Volksabstimmung aus. Auf eine große Mehrheit der Stimmen hofft nun auch wieder EU-Abgeordnete Angelika Winzig, denn sie geht als Spitzenkandidatin für die OÖVP bei der Europawahl am 9. Juni ins Rennen. Ich setze mir ein, dass der Wettbewerbsstandort Europa wieder stark ist. Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder diese Überregulierung wieder zurückschrauben. Also ich glaube, das ist eines meiner wichtigsten Anliegen, weil wir sehen, wie die Unternehmer leiden, wir sehen, wie die Landwirte leiden. Und ich glaube, dass das gar nicht so nötig ist, dass wir so viel regulieren. Unternehmer und Landwirte brauchen ja Freiheit, dass sie arbeiten können, dass sie einen Erfolg haben. Und genau in die Richtung muss das wieder gehen. Weitere wichtige Punkte für Angelika Winzig: sichere Außengrenzen und Friedenssicherung sowie mehr Hausverstand in der EU. Die Angelika Winzig ist seit 2019 EU-Abgeordnete für Oberösterreich, für die Menschen in Oberösterreich. Sie vertritt sehr vehement Oberösterreichs Interessen in der Europäischen Union und das soll auch weiterhin so bleiben. Wir brauchen als Wirtschafts- und Industrieland Nummer 1 eine starke Stimme in diesem Europäischen Parlament. Wir haben da derzeit eine linke Mehrheit. Das schafft uns viele Probleme, auch im Bereich der Landwirtschaft, auch in der Regulierungswut, die es da gibt. Und da braucht es solche Leute, die einen Hausverstand haben in der Politik und die Angelika Winzig ist eine Politikerin mit Herz, Hirn und Hausverstand. Angelika Winzig wird in den nächsten Wochen im Rahmen einer Bürgertour mehr als 100 Gemeinden besuchen, um die Anliegen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher mit nach Brüssel zu nehmen. Nach dem Motto: weniger Plakate, mehr Gespräche mit den Menschen vor Ort. Die Höhnharter Faustballer sind mit einer hervorragenden Leistung ins Aufstiegsplayoff zur ersten Bundesliga gestartet. Niklas Mühlbacher und Co. unterlagen dem Vorjahresmeister aus Urfahrt denkbar knapp mit 3:4. Zwischenzeitlich hatten die Innviertler sogar mit 3:2 geführt. Am Ende ist uns etwas das Gas ausgegangen, aber es war eine tolle Leistung, auf die wir in jedem Fall aufbauen können, so Trainer Lukas Diermaier nach dem Match in Linz.